Liebe Deutschlandkurier-Zuschauer, die Affäre um das geleakte Gespräch hochrangiger Bundeswehroffiziere hat die politische Debatte in den letzten Tagen und in der letzten Woche massiv bestimmt. Wir haben heute hier den außenpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Petr Büstron, der uns zu diesem Thema und weiteren außen-, aber auch innenpolitischen Fragen und Themen Rede und Antwort stehen wird. Lieber Petr, wir kennen uns schon seit Jahren. Vielen herzlichen Dank, dass du heute der Einladung des Deutschlandkuriers gefolgt bist und über diese brisanten Themen mit uns sprechen wirst. Danke für die Einladung, David. Schöne Grüße an alle Zuschauer. Petr, als du in der letzten Woche zum ersten Mal dieses geleakte Gespräch gehört hast, mehrere hochrangige deutsche Bundeswehroffiziere, Offiziere der Luftwaffe, auch der Luftwaffeninspekteur waren beteiligt. Es ging um das Thema Einsatz des Waffensystems Taurus in der Ukraine. Es ging um die Frage, ob deutsche Bundeswehrsoldaten diesen Einsatz mit begleiten mussten. Es ging in sehr salopper Form und sehr, ja, doch gewöhnungsbedürftiger Art und Weise um sehr brisante Themen. Was war dein erster Gedanke? Was waren deine ersten Gedanken, als du dieses geleakte Gespräch gehört hast? Ja, man muss sich ja ganz genau anhören, was da besprochen wurde. Da planen hochrangige Bundeswehroffiziere, Generäle, einen Raketenangriff auf Russland. Das ist es, was die da faktisch diskutieren. Und ich denke, da ist jeder normal denkende Mensch in Deutschland einfach entsetzt, wenn er sowas hört. Und mein erster Gedanke war, diese Leute muss man sofort entlassen. Ja, da müssen Köpfe rollen, weil das ist grundgesetzwidrig. Die Vorbereitung eines Angriffskrieges ist ein Verbrechen. Das sind Sachen, das ist einfach jenseits jeglicher Vorstellungskraft, dass so etwas in Deutschland passieren kann. Was danach gekommen ist, nämlich der Versuch von Verteidigungsminister Pistorius und auch von vielen anderen Vertretern der Regierung, dieses Ereignis zu framen, also komplett umzudrehen und auf einmal die Diskussion nur darüber zu führen, dass uns Putin abhört, ja, und ob das jetzt nicht ein hybrider Angriff war, ja, Pistorius hat sogar gesagt, ja, der Putin will ja Lügen verbreiten. Nein, das sind keine Lügen, das ist passiert und wir müssen über die Ereignisse sprechen und nicht darüber, ob man in einer Webex-Konferenz oder wo irgendwas, wo ist da die Sicherheitsstufe oder so. Also das ist reine Ablenkungsmanöver. Und wir dürfen uns nicht davon eben ablenken lassen, müssen da dranbleiben am Ball. Es gab jetzt allerdings auch Stimmen, auch aus der AfD-Bundestagsfraktion, die die beteiligten Offiziere in Schutz genommen haben. Und zwar in die Richtung, es wurde so argumentiert, dass gesagt wurde, ja, diese Bundeswehroffiziere machen eigentlich nur ihren Job. Es ist deren Aufgabe, Einsatzszenarien zu diskutieren, um dann der Politik Vorschläge unterbreiten zu können. Du hast gerade gesagt, diese Offiziere müssten entlassen werden. Also es gibt auch innerhalb der AfD-Bundestagsfraktion offensichtlich zwei Denkrichtungen, was jetzt diesen konkreten Fall anbelangt. Ist es nicht doch so oder verstehst du die Argumente deiner Kollegen, die sagen, ja, die Offiziere selbst sind gar nicht dafür verantwortlich zu machen, weil die nur ihren Job gemacht haben? Nein, das ist falsch. Das ist sicher nicht der Job eines Bundeswehroffiziers, Angriffskriege auf egal wen zu planen. Wir haben eine reine Verteidigungsarmee. Und es ist auch nicht der Auftrag der Bundeswehr, fremde Länder anzugreifen. Was man machen könnte, also ich könnte das bis zu einem gewissen Grad verstehen, wenn man sagt, ja, man kann ja auch Sandkastenspiele spielen und was wäre, wenn? Das, natürlich, aber das war ja hier nicht der Fall. Die Beteiligten an dem Gespräch äußern mehrfach die Befürchtung, oh Gott, wenn das irgendwie rauskäme, was wir hier planen. Also die sind sich ganz genau darüber im Klaren, dass sie etwas machen, was höchst brisant ist und sie legen großen Wert darauf, das zu vertuschen. Wie würdest du die Debatte um das Waffensystem Taurus im Allgemeinen einschätzen? Was bekommst du da im Bundestag mit? Es ist ja so, dass Bundeskanzler Scholz immer noch sagt, er würde dafür stehen und auch dafür eintreten, dass keine Taurus-Waffensysteme an die Ukraine geliefert würden.
Beispielsweise die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, Die Waffenlobbyistin. setzt sich vehement für die Lieferung des Taurus-Systems ein. Auch die Union spricht sich aus für die Lieferung von Taurus. Roderich Kiesewetter ist da ganz weit vorne. Vielleicht könntest du den Deutschlandkurier-Zuschauern mal klar sagen, wie ist denn die Position der AfD-Bundestagsfraktion nicht nur zu allgemeinen Waffenlieferungen, sondern speziell auch zum Fall Taurus? Ja, also das, was wir da erleben, ist eigentlich die Fortsetzung dessen, was sich da schon seit 2, 2,5 Jahren abspielt im Bundestag. Es gibt die ganz klaren Kriegstreiber. Du hast die zwei Namen schon genannt. Kiesewetter, Strack-Zimmermann, aber es sind auch andere. Früher war es auch Lambsdorff und, also, Da die Zwischenfrage, sind das ja. Einzelstimmen in diesen Fraktionen? Wie nimmst du das wahr? Ist es bei der FDP nur Strack-Zimmermann und bei der Union hauptsächlich Roderich Kiesewetter? Sind das laute Einzelstimmen? Oder ist das schon auch beispielsweise in der FDP und in der Unionsfraktion verbreitet, dass die Waffenlieferungen ausgebaut Ja, werden sollen? das ist genau der Punkt. Also es gibt die Lauten, das sind die wirklich die Kriegstreiber und oft auch wirklich bezahlte Waffenlobbyisten, wie Strack-Zimmermann. Und dann sind das deren Kollegen, die sich dann einfach mal bequatschen lassen oder vielleicht auch aus Überzeugung tatsächlich dieser Strömung folgen und die immer mehr darauf drängen, dass Deutschland tatsächlich Waffen liefert. Heute gerade in der Presse. Sogar Söder, nicht, hat da den Taurus-Hersteller besucht und inszeniert sich da so beim Angucken der Rakete, ja. So ein Waffenhersteller aus Bayern, das Genau, ja. Und also die Unionspolitiker sind da kräftig dabei, FDP auch. Wie erlebst du die SPD-Fraktion in dieser Frage? Gespalten. Ja, also da sind noch Reste vom gesunden Menschenverstand und auch Reste der Friedenspolitik der früheren Bundeskanzler und auch der Außenminister der SPD, die sich immer wieder für einen besonnenen Umgang auch mit Russland und freundschaftliche Beziehungen zu unseren Nachbarn und auf unserem Kontinent eben auch zu Russland ausgesprochen haben. Und da ist die natürlich die Koalition nicht zerrissen, aber da gibt es Spannungen innerhalb. Man sieht das auch jetzt, dass Pistorius gegen Scholz eigentlich antreten. Du hast als Außenpolitiker beste Kontakte in ganz Europa, auch natürlich zu Verteidigungspolitikern. Du bist viel unterwegs. Wie nimmst du die Debatte um diese geleakten Bundeswehrgespräche und um die Taurus-Debatte allgemein in Europa im Moment wahr? Also da gibt es drei Punkte. Der erste Punkt, und der ist übergreifend. Da sagen alle, oh Gott, wie ist das möglich? Was ist das denn für ein unprofessioneller Haufen, ja? Und da wissen die ja gar nicht, dass bei der Bundeswehr diese Transwesen da mit dem Einhorn für Cybersicherheit zuständig ist, ja? Also das ist ja ein Also du nimmst es Komplex. schon so wahr, dass die Bundeswehr allgemein als Lachnummer Ja, natürlich, natürlich. wahrgenommen wird in Aber das Europa. schon seit langem. Also es gibt ja einen legendären Artikel von Boris Reitschuster, als er noch Moskau-Korrespondent war, des Focus, und das ist ja schon Jahre her. Und schon damals hat er geschrieben, die Russen, die russische Generalität, die glaubt gar nicht, dass die ganzen Vorgänge, die bei uns in der Bundeswehr damals gelaufen sind, nicht mit dem Panzer für Schwangere und Kindergarten, Sandkasten auf Wird der als kleinen Satire Wohnung und so. wahrgenommen. Na, die haben gedacht, die Deutschen, die sind so raffiniert, die setzen das absichtlich in die Welt, damit wir denken, die sind gar nicht verteidigungsfähig, aber heimlich haben sie da die ganzen Raketen in den Bunkern und umrüsten, aber was auch immer. Also der Russe konnte sich gar nicht vorstellen, dass das alles wirklich wahr ist, ja. Und das über die Jahre, das steigert sich. Ja, wir haben das doch jetzt letzte Woche. Unsere Fregatte ist rausgeschickt worden, nicht die Handelswege gegen Piraten zu schützen. Dann fliegt da eine amerikanische Drohne drüber. Die erkennen gar nicht, dass das jemand Freundliches ist und wollen die abschießen, schießen eine Können Rakete sie ab. aber nicht. Ja, und die Rakete ist aber Du so redest schlecht, über den dass. Vorfall der Fregatte Hessen im Ja, Roten Meer ja. und das steht für dich exemplarisch auch Ja, ein bisschen für natürlich. den Da, Zustand der also Bundeswehr. wirklich, das ist exemplarisch. Drei Sachen. Wir schicken die Fregatte hin. Die erkennt nicht, dass es amerikanische Drohne ist. Punkt 1. Punkt 2 will sie abschießen, aber die Rakete ist so scheiße, dass sie die nicht trifft und ins Meer fällt. Und drittens, dann sagen sie, oh Gott, okay, wir müssen nachladen und stellen fest, wir haben gar nicht genug Rakete. Also die sind losgefahren, ohne zu gucken, wie sie auf Munition gehen.
Das ist wirklich in einem kurzen Bild der Zustand der jetzigen Bundeswehr. Zum Thema Ukraine-Konflikt allgemein, unabhängig von Waffenlieferungen. Wie ist aus deiner Sicht der, wie gesagt, du bist viel unterwegs, du bist viel auch im Gespräch mit Diplomaten aus vielen Ländern, aus vielen europäischen Ländern, aber auch aus Ländern des Ostens. Du bekommst viel mit. Wie ist deine Einschätzung? Wie geht es mit diesem Ukraine-Konflikt denn weiter? Vielleicht auch nochmal vor dem Hintergrund der zwei Denkrichtungen hier in Deutschland. Erstens, wir müssen Waffen liefern, bis die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Die andere Seite, wir müssen diesen Krieg beenden und zwar über Diplomatie. Das sind eigentlich so die zwei Denkschulen. Wo die AfD-Bundestagsfraktion steht, das ist weitgehend bekannt. Du kannst es aber auch gerne nochmal darlegen. Was uns aber oder auch die Deutschlandkurier-Zuschauer sicherlich interessiert, wie ist im restlichen Europa die Meinung? Wie kann dieser Konflikt zu einem Ende gebracht werden? Und wie könnte dieses Ende ausschauen? Also nur ganz kurz, wir waren ja die erste Fraktion, die von Anfang an gesagt hat, diese Konflikte sind nur diplomatisch zu beenden. Und wir haben auch einen Friedensplan vorgelegt mit ganz konkreten Schritten, wie das ginge. Wie sieht das das Ausland? Das ist in Europa genauso gespalten wie bei uns in Deutschland. Es gibt das Lager, vor allem Polen sind da sehr aggressiv. Und da gibt es auch so ein paar Länder, die sagen, ja, wir müssen massiv Ukraine unterstützen, aufrüsten, Waffen liefern. Vor allem die Angelsachsen sind da auch vorne mit dabei. Also es ist so eine Achse Großbritannien, Polen, USA. Wo würdest du Frankreich sehen in dieser Achse? Auch eher pushy. Und Im die. Moment, ja, aber Frankreich ist immer so, lala. Ja, Ja. jetzt Macron natürlich, Entsendung sogar von Soldaten. Das ist jetzt im Moment tatsächlich pushy. Aber es gibt auch ein anderes Lager. Man sieht Ungarn, Slowakei, aber auch Länder, die nicht in der EU sind, Serbien und vor allem, und das ist jetzt der nächste Punkt, alle außereuropäischen Länder, die sagen dann, Leute, das ist überhaupt nicht unser Konflikt. Wieso wollt ihr uns da hineinziehen? Ja? Und warum macht ihr das so ein großes Trara? Die Amerikaner haben ständig irgendwelche völkerrechtswidrigen Kriege hier geführt in den letzten 20 Jahren. Warum verlangt ihr von uns jetzt plötzlich so ein Commitment gegen Russland? Machen wir nicht. Ja? Also das ist das, was der kollektive Westen Welche versucht. einflussreichen Länder außerhalb Europas würdest du da führend sehen, die sich auch dafür aussprechen, diplomatisch zu handeln? Naja, man sieht das ja von Anfang an. Das sind die ganzen BRICS-Länder vor Schon. allem. Das ist jetzt schon das Gegengewicht zum Wobei Westen. Russland natürlich da auch einen Ja, sehr großen Russland ist da Einfluss hat. Mitglied. Herr Russland ist Mitglied in BRICS. Nur man muss sich das ja vor Augen führen. Russland, Brasilien, fünftgrößtes Land der Welt, China. Das bevölkerungsreichste Land der Welt, Indien, ja, was die alles auf die Waagschale werfen und noch Südafrika. Also man hat da ja auf jedem Kontinent ein Land und das sind weitere Länder, die BRICS beitreten wollen. Und natürlich, also das Schwergewicht ist da China. Und China hat sich ganz eindeutig positioniert, hat gleich am Anfang des Konflikts einen Vertrag unterschrieben mit Russland. Wo sie ganz klar definiert haben, ihre Einflusszonen. Die Russen haben die Einflusszone der Chinesen in Asien anerkannt und die Chinesen die Einflusszone der Russen in Europa. Und gemeinsam haben sie gesagt, der einzige Aggressor, der diese Einflusszonen immer wieder verletzt, sind die USA. Und das ist wirklich ein Paradigmenwechsel in der Außenpolitik. Das ist das Ende der monopolaren Welt. Wir leben in einer multipolaren Welt. Das sind die Gegengewichte. Und da bewegt sich jetzt auch sehr viel. Jetzt im März 2024 dauert der Krieg schon über 2 Jahre an. Wie würdest du einschätzen oder wie lautet deine Einschätzung, wie wird dieser Konflikt zu Ende gehen? Wie würden wir auf diesen Konflikt schauen, wenn wir uns in einem Jahr wieder hier zusammensetzen? Gibt es diesen Konflikt dann noch? Ist er beendet? Oder wird sich dieser Stellungskrieg, der sich da jetzt ja nun mal festgefahren hat, es scheint ein weitgehender Patt an der Front zu sein, obwohl die russische Seite momentan wahrscheinlich eher im Vorteil ist. Die sogenannten Offensiven der Ukraine sind alle weitgehend gescheitert. Also konkret die Frage, wie wird dieser Konflikt in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr weitergehen und wie wird dieser Konflikt enden aus deiner Sicht? Also der Konflikt vor allem hätte gar nicht so lange dauern müssen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist viel wichtiger, als jetzt irgendwelche Prognosen zu machen, sich nochmal vor Augen zu führen, dass die Ukrainer mit den Russen einen Monat nach Ausbruch des Krieges in Istanbul verhandelt haben und dass sie eine Einigung erzielt haben. Das
Die waren sich schon einig. Und dann haben die Briten interveniert. Der damalige britische Premierminister Boris Johnson Johnson. hat Zelensky bequatscht, hat ihm gesagt, wir unterstützen euch, wir liefern Waffen und so. Mach weiter, kannst. Das ist mittlerweile weitgehend bestätigt. Ja. Hast du Ansatzpunkte, warum Johnson so gehandelt hat damals? Und es gibt viele Quellen, die sagen, dass dieser Frieden eigentlich ausgehandelt war und dass Johnson massiv interveniert hat. Ja, natürlich. Kam es von Seiten der Amerikaner dieser Druck oder hatte schon. Das ist das gemeinsame Interesse sowohl der Briten wie auch der Amerikaner, dass hier tatsächlich ein Konflikt entsteht. Das ist das Ziel der Militärindustrie, dass wieder ein Feindbild aufgebaut wird. Ja? Dass hier alle in Europa plötzlich glauben, wir müssen gegen Russland aufrüsten. Ja? Also das ist wirklich ein. Und auch Scholz hat dann jetzt plötzlich eine Zeitenwende ausgerufen. Also man will diese 30 Jahre des Friedens beenden, die nach dem Fall der Mauer und mit der deutschen Einigung hier angefangen haben in Europa. Und man will jetzt wieder ein neues Zeitalter starten, ein Zeitalter der Konfrontation. Und das ist das Interesse der Briten. In unserem Interesse ist genau das Gegenteil, dass wir hier Frieden haben, dass wir gute wirtschaftliche Beziehungen pflegen zu allen Ländern auf diesem Kontinent und dass dieser Krieg möglichst bald beendet wird. So, jetzt wie wird er beendet? Na, natürlich nicht militärisch. Ist doch völlige Hingespinste. Man hat das ja gesehen. Dieses ganze Gerede vom Endsieg der Ukraine hat sich doch überhaupt nichts bewahrheitet. Die kämpfen da jetzt seit fast 3 Jahren und die Front bewegt sich, ja, du hast es gesagt, wie in Verdun, ja, Erster Weltkrieg, 50 Meter hin, 20 Meter zurück. Und das Einzige, was sich verändert, ist tatsächlich, dass da hunderttausende junge Burschen elendig krepieren für nichts und wieder nichts. Dein Bundestagskollege Anton Hofreiter von den Grünen würde jetzt Das ist kein wahrscheinlich, Kollege. siehst du nicht als Nein. Kollegen, okay. Der grüne Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter hat kürzlich gesagt, dass es natürlich nicht auf eine diplomatische Lösung momentan hinauslaufen kann, weil Putin nicht verhandeln will. Aber was für ein Blödsinn. Was für ein. Das wäre meine Frage gewesen. Was würdest du deinem Nicht-Kollegen Anton Hofreiter darauf erwidern? Ach Gott. Ja, ich will jetzt nicht der Anwalt der Russen sein, weil es dann wieder heißt, ja, AfD verteidigt Russen. Aber dann sollen sich die Leute das einfach mal anschauen, ja, wie die russische Diplomatie agiert hat schon vor dem Konflikt, wie Putin aufgetreten ist, auch im Bundestag und bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und vor allem, wir dürfen nicht die Diskussion ständig über die Russen führen. Die Diskussion muss darüber geführt werden, was die Amerikaner gemacht haben. Das sind die Player. Die haben das CIA-Basen in der Ukraine installiert. Sie haben den Maidan-Putsch, das Regime-Change herbeigeführt. Sie haben die Ukrainer dazu ermutigt, die Schritte zu gehen, zum Beispiel russische Sprache zu verbieten. Fernsehsender zu verbieten, Opposition zu verbieten, sogar in die Aufnahme in die NATO, in die Verfassung reinzuschreiben und jeden zu kriminalisieren, der gesagt hat, naja, ich halte das nicht für so eine ganz tolle Idee, ja, wenn wir im Vorhof von Russland sind, dass wir fordern, in die NATO aufgenommen zu werden und so weiter und so fort. Also nochmal, der Konflikt, der kann in Washington beendet werden und natürlich in Moskau, aber Moskau kann ihn nicht einseitig beenden. Die haben ihn ja angefangen, weil sie ihre Ziele erreichen wollen. Also für dich ist ganz klar, dass es Verhandlungen direkt zwischen Moskau und Washington geben muss. Oder eine Order aus Washington an Kiew, dass es jetzt vorbei ist. Und dafür gibt es aber auch Gibt es denn Anzeichen. Anzeichen? Ja, Das wäre meine nächste Frage gewesen. Gibt es aus deiner Sicht Anzeichen na dafür, dass es in die Richtung klar, ging? natürlich. Also, das haben mir auch unsere Kollegen von den Republikanern schon vor einem Jahr gesagt. Sie denken, der Krieg endet 2024, weil der Biden nicht mit diesem Krieg in den Wahlkampf gehen wollen wird. Zeichnet sich das also für dich ab? Ja, aber nicht so deutlich, wie man es erwartet hätte. Es zeichnet sich ab dadurch, dass die Amerikaner ihre finanzielle Unterstützung gedrosselt haben, massiv. Nur die versuchen das ganz geschickt. Ja? Die sagen, ja, wir zahlen nicht, aber Europäer, ihr macht es. Also das ist so der klassische Trick der Amerikaner, einen Konflikt anzuzetteln und sich dann aber rauszuziehen und den Scherbenhaufen dann den Europäern zu überlassen. Ja? Aber was auch ganz, ganz wichtig ist, und ich empfehle das jedem Zuschauer, das mal zu googeln, nämlich einfach einzugeben, Times Magazine und Zelensky. Und da ist Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres ein großes Interview im Time Magazine gewesen mit Zelensky. Zelensky war, ich glaube, in New York bei den United Nations. Und wir kennen das alle. Er war jetzt 1,5 Jahre der große Star. Man hat ihn immer hofiert, roter Teppich und Konferenzen und, und.
Und die haben ihn auf die gleiche Art und Weise empfangen wie vorher. Also, komm, machen wir jetzt ein Interview, großes Interview, Time Magazine, kannst alles erzählen, aber wir machen dann nur Zitate, ne? Also Hintergrundgespräch, und dann wird kontrolliert, freigegeben, was du willst. Und er kam ja völlig frustriert, weil der Frontverlauf eben nicht nach einem großen Endsieg aussieht, sondern die Situation ist so, wie sie ist. Man hat sich da ausgekotzt, hat wirklich alles erzählt, dass ihn das ärgert. Und sie haben ihn reingelegt, astrein reingelegt, haben das eins zu eins alles gebracht, das Interview. So, und das, was die Zuschauer googeln können, ist das Cover. Auf dem Cover ist Zelensky unten, ganz klein, schon im Abgang von hinten. Und ganz große Überschrift: Nobody believes in our victory. Das ist das Große, was man mitnimmt. Ja? Und klein steht darunter: so wie ich. Ja? Also, das ist eigentlich eine, durch eine Grafik, eine Verdrehung, eine Aussage, ja, weil er wollte sagen, ich bin der Held, ich glaube noch so stark an die, an unseren Sieg, aber die haben die Headline gemacht, Nobody believes in our victory, und er im Abgang, und das war der Anfang vom Ende, das war der Anfang vom Ende der amerikanischen Unterstützung, der medialen Unterstützung, der politischen Unterstützung. Damit läuten die schon ein, okay, Abgesang, der Zelensky ist schon ein Auslaufmodell. Du hast das nächste Thema, über das ich mit dir gerne sprechen möchte, jetzt selbst schon eingeleitet. Es geht um den US-Wahlkampf. Die Ganz bewegende Zeiten jetzt ganz gerade bewegende hier. Zeiten, die Gegenkandidatin, die innerparteiliche Gegenkandidatin von Donald Trump, Okay, die hat Nikki Haley, aufgegeben. hat aufgegeben. Ja. Es wird auf das Duell Biden-Trump hinauslaufen. Das wissen wir jetzt schon. Wer Bist du wird. sicher? Ich bin da relativ sicher, ich bin davon eigentlich recht überzeugt. Aber das ist ja interessant, dass du da nicht überzeugt bist, offensichtlich. Läuft es denn nicht jetzt auf das Duell Biden-Trump hinaus? Ich hoffe es, denn dann wird Trump gewinnen, wenn man ihn nicht Davon umbringt, bist du oder? überzeugt. Ja, alle Umfragen zeigen das Und jetzt. woran könnte es jetzt aus deiner Sicht, und ich weiß, worauf du hinaus willst, noch scheitern, dass Trump der Kandidat wird? Meinst du, dass tatsächlich die juristischen Fallstricke, die da jetzt noch ihm im Weg liegen könnten, daran noch etwas ändern könnten, dass er der Präsident, der Kandidat der Republikaner wird? Nein, das glaube ich nicht. Das zeigt auch die Entscheidung des obersten Gerichtshofs in den USA. Also da traut sich niemand so massiv den populärsten Kandidaten zu verhindern. Was könnte Trump denn noch daran hindern, Kandidat Naja, der was Republikaner wäre, zu wenn werden? die Demokraten diesen alten, senilen Joe Biden aus dem Rennen ziehen und stattdessen eine jüngere schwarze Frau aufstellen, zum Beispiel Michelle Obama? Dann hast du einen kompletten Change. Dann hast du plötzlich eine Kampagne, die Trump auf diesen, sie hat alles darauf aufgebaut, dass Biden total Gaga ist, und ja. Und dann hätte der plötzlich einen ganz anderen Gegner. Sie Ja, aber hätte, Trump blieb ja Kandidat der ja, Trump blieb der Republikaner. Kandidat, aber dann hätte er als Gegnerin eine jüngere, Ach, du möchtest dynamische, da, schwarze du bist schon Frau. einen Schritt weiter. Ich sagte nur, es ist jetzt klar, dass Trump der Kandidat der Republikaner ist. Daran wird Ja. sich ja nichts mehr ändern, oder? Trump hat seine innerparteiliche Position in den letzten Jahren wahnsinnig verfestigt. Er ist der wirklich unumstößliche Leader der Republikaner. Er hat die Partei auch zu seinem Bild umgebaut. Also da gibt es Die deutschen keine. Medien reden oft davon, dass Trump die Republikaner in Geiselhaft genommen hätte. Du sagst, er hat die Republikaner so umgebaut nach seinem Gusto. Es ist vielleicht ein Mittelweg, aber es wird ja für die Republikaner nicht an Trump vorbeigehen. Aber Aber du könntest dir der Trump hat vorstellen. denn ja nichts aufgezwungen. Die Leute sind ja freiwillig folgen ihm, weil er der Einzige ist, der die Siege einfahren kann. Da gibt es ja niemanden. Gab es ja auch mal ein paar Leute, die es versucht haben, aber die kriegen das ja nicht gebacken. Also das kann man ja nicht anders sagen. Aber du bist ja also nicht sicher, dass die Demokraten mit Biden in den Wahlkampf gehen. Genau, das ist meine Befürchtung. Und jetzt, gerade diese Woche war in den Medien eine Meldung, Michelle Obama möchte nicht kandidieren. Ja, und das ist so der klassische Trick, wie man so etwas einläutet, ja, wie man in die Medien überhaupt den Gedanken Aber wenn sie dann reinwälzt. Ja, gerufen sie, und wird. wenn sie, aber wenn man sie wirklich beknien wird, oder wenn, oh Gott bewahre, dem Joe Biden was passieren sollte, nicht? Und er könnte gesundheitlich wirklich
nicht mehr, dann wäre sie plötzlich da, ja. Was Und ist mit Kamala Harris, der derzeitigen ob die. Vizepräsidentin? Würde die nicht auch einsteigen können dann für Biden, oder? Das wäre Selbstmord für die Demokraten. Ja, wie ist so verhasst überall. Also das wäre ein Geschenk für die Republikaner, wenn sie das Okay. machen. Wenn wir aber davon ausgehen würden, dass es dann tatsächlich auf das Duell Trump-Biden hinauslaufen würde, da bist du überzeugt, dass Trump gewinnen würde gegen Biden. Mit Alle, absoluter Sicherheit. naja, wir haben schon Kandidaten gehabt in anderen Ländern wie Norbert Hofer in Österreich, die weit vorne lagen. Und schau mal, was die Globalisten dann zustande bringen. In Österreich wurden die Wahlen ja zweimal wiederholt unter mit fadenscheinigsten Begründungen. Nee, irgendwelche Kleber von Umschlägen hat nicht funktioniert. Also die lassen sich ja so viele Tricks einfallen, nur um die Populisten zu verhindern. Und das ist natürlich auch in den USA zu befürchten, ja, bis hin zu Wahlmanipulation bei den Wahlen. Und die Demokraten hat das bei der letzten Wahl, die hatten das generalstabsmäßig vorbereitet gehabt. Die haben schon die Jahre vorher in den Staaten, wo sie ihre Gouverneure haben, die haben Gesetze verändert, so dass es zu diesen Wahlmanipulationen kommen konnte. Sie haben es zum Beispiel ermöglicht, dass jeder wählen gehen kann ohne Personalausweis, aber dass gleichzeitig an alle Bewohner Wahlzettel verschickt wurden, ja, dass man per Briefwahl wählen konnte und. Das heißt, da gab es überhaupt keine Kontrolle, wie viele Stimmen wer abgibt. Wenn Donald Trump Präsident werden sollte, was sind deine Erwartungen? Was würde das für Europa, aber auch für Deutschland speziell bedeuten? Naja, wir haben es ja schon 4 Jahre erlebt. Donald Trump als amerikanischer Präsident. In meinen Augen das Wichtigste ist, dass es 4 Jahre keine Kriege in der Welt gab, Du würdest bei sagen, das denen war die Trumps Amerikaner, größter ja, Verdienst. selbstverständlich, selbstverständlich. Also das ist schon eine Leistung, ein Land anzuführen, bei dem der militärindustrielle Komplex über, ich glaube, mittlerweile 800 Milliarden im Jahr umsetzt. Früher waren es 600, aber das ist jetzt massiv angestiegen. Und das ist mehr als die nächsten 4 Länder auf dem Ranking zusammen haben. Also mehr als China, Russland, Großbritannien, Frankreich und Deutschland zusammen auf die Waage bringen. So ein militärindustrieller Komplex hat natürlich wahnsinnigen Einfluss. Ja, das sind wahnsinnig viele Arbeitsplätze, Geld sowieso. Das heißt, die machen schon sehr großen Druck auf die Politik. Und dem zu widerstehen, das im Zaum zu halten, das ist wirklich eine große Leistung. Also du würdest dir Trump auch wieder als Friedenspräsidenten vorstellen können in einer erneuten Amtszeit. Nun, er hat das ja selbst gesagt, wenn er Präsident wird, ist der Krieg in der Ukraine am nächsten Tag vorbei. Ja. Petre, lass uns noch über einige innenpolitische Themen sprechen. Du bist seit 2017 jetzt Bundestagsabgeordneter der AfD. Du hast einiges mitgemacht in den letzten 7 Jahren. Du wirst aber im Juni kandidieren für das Europaparlament. Du bist auf der Europawahlliste der AfD auf Listenplatz 2, Spitzenkandidat Maximilian Krah auf 1, du bist auf 2. Vielleicht, dass du den Deutschlandkurier-Zuschauern mal ganz kurz deine Beweggründe darlegen kannst, warum du jetzt aus dem Bundestag, wo du 7 Jahre sehr, sehr erfolgreich gearbeitet hast, wo du dich sehr profiliert hast als Außenpolitiker, als Sicherheitspolitiker, wo du aber unabhängig auch von der inhaltlichen Arbeit ja auch sehr profilierte, sehr gute Reden gehalten hast. Du hast dir einen Namen gemacht im Bundestag. Was war dein Ansatzpunkt? Was waren deine Beweggründe, jetzt zu sagen, okay, nach 7 Jahren Bundestag möchte ich für die AfD ins Europaparlament wechseln? Ja, da hast du recht. Der Bundestag ist natürlich die viel bessere Bühne. Ist viel mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Ja, die Musik spielt hier in Berlin. Und die Frage haben mir viele auch Kollegen gestellt, weil sie das überrascht haben. Sagen, komm, hier ist das Epizentrum der deutschen Politik. Gut, ich bin ja kein Schauspieler, der die schönste Bühne für sich haben will. Ja, ich mache Politik und Außenpolitik seit Anfang an. Und ich denke, das ist ein absolut logischer Schritt.
dass ich als Außenpolitiker dahin gehe, wo Außenpolitik gemacht wird, wo die internationalen Fäden ineinander. Das ist auf der Und EU-Ebene dann. das ist Brüssel. Und das wissen die wenigsten, aber ich habe schon früher für EU-Parlament kandidiert, bloß wurde ich nicht gewählt. Ja. Also Ja. diesmal hat es geklappt. Okay. Die Europawahl, die EU-Wahl findet statt am 9. Juni. Es sind jetzt also noch einige Monate hin. Wann wird voraussichtlich die heiße Wahlkampfphase losgehen? Und was erwartest du von diesem EU-Wahlkampf? Weil du hast es selbst angesprochen, in der deutschen Öffentlichkeit, beim deutschen Bürger wird die EU-Wahl immer noch etwas stiefmütterlich betrachtet. Und es ist ja falsch, weil, wie du Ganz schon richtig, richtig Peter. dargelegt hast, Ja. die wichtigen Entscheidungen und auch die Entscheidungen, die richtig böse sein können und wehtun, die werden mittlerweile tatsächlich dann auf der Ebene in Brüssel und Straßburg getroffen. Also, was erwartest du dir von diesem Europawahlkampf und wie kann es die AfD auch schaffen oder wie kannst du als Kandidat es auch schaffen, den deutschen Bürgern, aber auch den AfD-Wählern klarzumachen, dass das eine sehr entscheidende Wahl ist? Wir haben ja sowieso ein Superwahljahr, wir haben dann im Herbst noch die Landtagswahl in Mitteldeutschland, aber diese EU-Wahl im Juni ist also die erste große wichtige Wahl dieses Jahr. Was ist dein Ansatz, was ist für die AfD der Ansatz, diese Wahl auch ins Bewusstsein der Bürger und der AfD Wähler zu treiben. Ja, das ist richtig. Also eigentlich interessiert Brüssel fast niemanden, nicht? Diese EU-Wahl, das ist so unter ferner Liefen. Vor allem in der Vergangenheit war das so. Ich glaube, In der, das ja, ich glaube, ändert, da hat sich aber jetzt schon genau, etwas ich getan. glaube, das ändert sich, weil die Menschen immer mehr von den negativen Auswüchsen betroffen sind, die uns Brüssel eingebrockt hat. Ja, man merkt das jetzt. Aus Brüssel kommen immer halt, vor allem Verbote, nicht? Man will uns verbieten, Fleisch zu essen. Man will uns verbieten, Verbrennerautos zu fahren und, und. Und das merken die Menschen und deswegen verlagert sich jetzt das Interesse schon ein bisschen stärker dahin. Das ist das eine. Besondere Wahlkampf, also wir in Bayern, wir haben schon den offiziellen Wahlkampfauftakt gehabt. Deutschland-Kurier hat War auch vor Ort, berichtet, ja, ja. das war in Coburg. In Oberfranken, genau, Genau. ja. Die heiße Phase ist dann natürlich 6 Wochen vor dem Wahltermin, vor allem der ganze Mai. Also ich habe eigentlich schon fast jeden Tag Wahlkampfauftritte im Mai. Also der Mai ist voll. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Themen, die auf europäischer Ebene im Fokus stehen sollten? Also die Themen, die auch die Bürger direkt berühren. Die Bürger haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten das Thema Agrarpolitik mitbekommen, die Bauernproteste. Da geht es ja nicht nur um Bundespolitik, sondern auch gerade um europäische Agrarpolitik. Aber was sind aus deiner Sicht gerade die wichtigen Themen, die auf der europäischen Ebene behandelt werden, die berührt werden auf der europäischen Ebene und die auch das Leben, das Ja. Alltagsleben der normalen Menschen berühren? Ja. Freiheit und Souveränität. Das sind Das eine Seite. sehr, Ja, das ja, sind ja. sehr Ja. komplexe Begriffe. Es ist eine Aber Metaebene, aber was bedeutet lass es uns für das den normalen runterbrechen. Bürger? Ja, lass Ja. uns das runterbrechen. Ich habe es absichtlich gesagt. Ja. Freiheit für jeden Einzelnen und Souveränität für das Land. Das ist das, wo die Globalisten uns angreifen. Das ist das, ich habe das in meiner Bewerbungsrede gesagt, das Gift kommt aus Brüssel. Das ist, was sie uns nehmen wollen. Ja? Und man kann das dann runterbrechen in das tägliche Leben. Das beste Beispiel, die Bauern. Die demonstrieren in Spanien, Frankreich, Holland, Tschechien Deutschland, jetzt aktuell hier sehr Tschechien, stark, ja. Polen, überall, massiv. Warum? Weil ihre Existenz bedroht ist. Man will die Mittelschicht, man will den Mittelstand komplett eliminieren. Die internationalen Großkonzerne haben überhaupt kein Interesse daran, dass hier jemand etwas produziert, was auf kurzen Wegen den Verbraucher erreicht. Die wollen doch nicht, dass du ein Fleisch isst von jemandem, der seinen Hof hatte 20 Kilometer entfernt. Die wollen das alles platt machen. Werden wir dann aufhören zu essen? Nein, werden wir nicht. Wir müssen dann weiter essen. Wo bekommen wir das Essen dann her? Ja, Fleisch wahrscheinlich aus Brasilien und Getreide aus der Ukraine. Und wem gehört die landwirtschaftliche Fläche in der Ukraine mittlerweile? BlackRock. Ja, also da schließt sich der Kreis. Das sind supranationale Konzerne, die über Brüssel hier ihre Interessen durchsetzen. Und die Bevölkerung. Die Menschen, die merken das jetzt, weil es denen jetzt an den Kragen geht.
Du selbst kommst aus Bayern, du bist Abgeordneter der AfD aus Bayern, wirst auch wahrscheinlich im Europawahlkampf viel in Bayern unterwegs sein, Ausschließlich. ausschließlich in Bayern unterwegs. In Bayern stellt sich ja jetzt die CSU auch dann gerade in Europawahlkämpfen immer als die Super-Europäer da. Dann hat die CSU Abgeordnete wie die Strauß-Tochter Monika Hohlmeier, die seit gefühlt ewigen Jahrzehnten im Europaparlament sitzt. Markus Söder beschimpft die AfD als Europahasser. Also für die AfD ist ja schon die CSU in Bayern auch bei dieser Europawahl der Hauptgegner. Und die CSU sieht es offensichtlich genauso, weil die Angriffe gegen die AfD ja zunehmen. Söder greift die AfD massiv an, bezeichnet AfD-Abgeordnete als Nazis und Faschisten. Die CSU-Abgeordnete, Europaabgeordnete Monika Hohlmeier zieht immer die Karte mit, ja, mein Vater Franz Josef Strauß hätte die AfD bekämpft, wo Wir er beide wissen, könnte. dass er in der AfD wäre. Wir beide denken zumindest, dass er in der AfD wäre. Also kurz und gut, die CSU in Bayern hat verstanden, dass die AfD der Hauptgegner aus ihrer Sicht ist. Die AfD sieht es wahrscheinlich dann vice versa ähnlich. Wie wirst du im Europawahlkampf mit der CSU und den CSU-Europaabgeordneten, aber auch mit Markus Söder umgehen? Naja, also natürlich fürchtet uns die CSU denn durch unseren Einzug ins Europaparlament, das sind ja einige CSUler nicht reingekommen. Mein Liebling dabei ist Herr Posselt. Ja. Bernd Posselt, der aber Bernd ja immer noch ins Parlament geht in jeder Sitzungswoche. Posselt, weil er sonst nichts zu tun hat, obwohl er überhaupt kein Mandat, keinen Job hat, läuft er da in Ja. Brüssel noch rum. Ja, wir machen diese Leute arbeitslos und das ist gut so. Und Ja. daran werden wir auch weiterhin arbeiten, auch bei diesem Wahlkampf. Und es werden noch einige Postels dazu hinzukommen. Das kann ich schon versprechen. Ein innenpolitisches Thema möchte ich noch ansprechen, weil wir haben es gerade angesprochen, der Kampf der Altparteien gegen die AfD mit allen Mitteln. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat jetzt ihr sogenanntes Demokratiefördergesetz auf den Weg gebracht. Sie ist da auch sehr stark im Verbund mit dem Chef des Bundesverfassungsschutzes, mit dem Vorsitzenden des Bundesverfassungsschutzes Thomas Haldenwang. Da geht es jetzt in die Richtung, freies Denken und Meinungsfreiheit weiter einzuschränken. Wie nimmst du das persönlich wahr, den Kampf gegen die AfD auf allen verschiedenen Ebenen, also von Seiten des Bundesinnenministeriums, des Verfassungsschutzes, aber auch von Kirchen, Gewerkschaften? Wir haben jetzt in den letzten Wochen diese Massendemonstrationen auf den Straßen erlebt, ausgelöst durch eine Berichterstattung des Mediums Korrektiv. Wie nimmst du allgemein den Kampf gegen die AfD wahr? Naja, du hast jetzt schon sehr viele Fragen in eine reingepackt. Also erstens, wir haben eine wahnsinnige Unterdrückung der Opposition in Deutschland. Und damit meine ich nicht nur die AfD, ich meine jegliche Opposition zur Regierung. Ja, das fängt schon auf der Straße an. Man hat es gesehen, wenn die Menschen in Berlin demonstriert haben gegen die verfassungswidrigen Corona-Maßnahmen, friedlich demonstriert haben, Hunderttausende, hat das System Polizisten aufgefahren, Wasserwerfer, man hat die Demonstranten brutalst verprügelt, man hat sie eben mit Wasserwerfern traktiert im kältesten Wetter und, und. Wenn dann, als dann der Kommissar für Folter der United Nations, Professor Melzer aus der Schweiz, gesagt hat, puh, das ist so massiv, da muss ich ermitteln. Ja, was ist denn passiert? Ist er plötzlich nicht mehr Kommissar für Folter und dieser Posten ist bis heute unbesetzt übrigens. Also Deutschland nutzt auch seinen Einfluss in internationalen Gremien, um das alles immer wegzumoderieren. Aber zurück zu der Unterdrückung der Opposition. Also es werden Demonstranten werden verprügelt, von staatlichen Stellen finanzierte Schläger, Antifa-Schläger verprügeln. Wieder Oppositionspolitiker, mein Kollege Magnitz wurde fast zu Tode geprügelt oder der Chef der Freien Gewerkschaft in Stuttgart auch, hat sein Augenlicht verloren und, und. Und dann geht es weiter. Autos werden verbrannt, Häuser werden verschmiert, Leute werden eingeschüchtert. Das ist massiv. Nächster Punkt. Michael Wallweg, Anführer der außerparlamentarischen Opposition, hat Demonstrationen organisiert. Das ist ein grundgesetzlich verbrieftes Recht. Was ist mit ihm passiert? Er wurde für 9 Monate in den Knast gesteckt, ohne ein Gerichtsurteil.
Ohne ein Gerichtsurteil sitzt jemand 9 Monate seines Lebens im Knast und nachher sagt man, boah, tut mir leid, die Anwürfe haben sich jetzt nicht so erhärtet, sie können jetzt gehen. Ja? Jetzt stell dir vor, das würde der Putin in Russland machen, würde einen Oppositionellen für 9 Monate in den Knast stecken, ohne dass er gerichtlich verurteilt ist. Was hier los wäre? Sondersendungen bei ARD und ZDF. Ja? So. Und das ist alles in diesem Komplex der Unterdrückung der Opposition. Es gibt tausende illegale Hausdurchsuchungen. Ich selbst hatte ja eine Hausdurchsuchung, die war illegal. Ich habe nachher gerichtlich feststellen lassen, dass es illegal war. Aber Dann das ist ist es zu kein spät, Einzelfall. leider. Das Ja. passiert Journalisten, das passiert Menschen, die Demos organisieren und, und. Und das geht, diese systematische Unterdrückung der Opposition, die geht auch in die höchsten Sphären. Das geht in die Landtage, in den Bundestag. Wir haben im Bundestag als Opposition immer noch keinen Vizepräsidenten. Wir haben nicht die Ausschussvorsitze. Also man verwehrt uns die gesetzlich verbrieften Rechte der Opposition. Und das in der Summe, wenn man es zusammenschreibt und jemand im Ausland vorlegt und sagt, was denkst du, in welchem Land passiert sowas? Dann würde ich sagen, naja, weiß ich, China oder Nordkorea oder Weißrussland oder sowas, ja, aber die denken gar nicht, dass es in Deutschland ist. Aber das ist in Deutschland der Fall. Und das, was du dann gefragt hast mit Haldenwang, ist ja auch eine Anomalie. Das ist ja einmalig in westlichen Demokratien, dass der Inlandsgeheimdienst missbraucht wird von der Regierung zur Unterdrückung der Opposition. Ja, nichts anderes ist das denn, dass man den Inlandsgeheimdienst, bei uns Verfassungsschutz genannt, ja, dazu missbraucht, Oppositionelle zu diffamieren. Und das ist mir auch passiert in Bayern. Das ist aber auch hunderten, tausend anderen Kollegen passiert, bei ganzen Parteien. Und der einzige Aufrechte, der sich da nicht beugen wollte, der uns nicht zu Unrecht diffamieren wollte, das war Dr. Maaßen, Hans-Georg Maaßen, ja, der auch damals gesagt hat, nein, es gab keine Hetzjagden in Chemnitz und nein, ich werde die AfD nicht beobachten, weil es keine tatsächlichen Gründe gibt. Ja, das ist so. Und der war einfach nur korrekter Beamter und der musste deswegen gehen. Ja, also das ist, wie das System ist. Jetzt ist der Haldemann da, von dem kann man ja überhaupt nichts erwarten. Das sind alles Parteisoldaten. Meiner Thüringen, Chef des thüringischen Verfassungsschutzes, wollte für die SPD ins Parlament Kramer, kandidieren. Ja, ja. Kramer, ja, das müssen die Leute doch sehen. Ja. Ja. Wie nimmst du konkret das aktuelle Vorgehen von Bundesinnenministerin Faeser wahr? Du erlebst sie ja auch im Irre. Bundestag. Das ist so dermaßen, aber es ist auch bezeichnend für diese Leute, dass sie die Position im Staat komplett missbrauchen für ihren Parteipolitischen Kampf. parteipolitischen Kampf, genau, für ihre Ideologie. Und alle politischen Gegner, also sie wollen uns natürlich vernichten, weil sie uns überhaupt nicht gewachsen sind. Ja? Ich sage ja immer, weil die haben vor Jahren mal getönt, oh, die Rechtspopulisten, die muss man argumentativ stellen. Ja? Dann sitze ich da, lächle und sage, ja bitte. Bitte stellt uns doch mal argumentativ. Ja, das machen die nie, weil sie uns komplett unterlegen sind. Wir haben das bessere Personal, wir haben die besseren Argumente. Die Wahrheit ist auf unserer Seite. Wir würden die so komplett zerlegen in jeder Diskussion. Wie sollte die AfD aus deiner Sicht denn konkret gegen dieses Vorgehen des Bundesverfassungsschutzes vorgehen? Also es steht ja jetzt im Raum, in der nächsten Woche findet vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster ein Prozess statt. Dort soll entschieden werden, ob die AfD als gesichert rechtsextrem bezeichnet werden darf. Der Bundesverfassungsschutz hat zudem ein neues Gutachten angekündigt. Da geht es auch um das Thema Einstufung als gesichert rechtsextrem. Sollte die AfD aus deiner Sicht juristisch gegen dieses Vorgehen vorgehen oder sollte die AfD es ignorieren und einfach politisch seine Arbeit weitermachen? Du weißt selbst, dass gerade Beamte Probleme bekommen können, je nachdem, wie die Einstufung der AfD ausschaut. Also Ja, natürlich. wie sollte die AfD mit dieser Problemlage umgehen? Natürlich ist es wichtig, sich juristisch zu wehren. Wir haben auch in Resten einen Rechtsstaat, der noch funktioniert in manchen Bereichen. Und das machen wir auch. Also wir gehen den juristischen Weg. Gleichzeitig muss man aber wissen, dass es nicht alles ist. Wir sind auch nicht die erste Partei, die mit diesen Mitteln versucht wird, kaputt zu machen. Das ist Ende der 80er schon den Republikanern so ergangen. Danach bei der Jahrtausendwende dem Bund freier Bürger. Und da ist immer die gleiche Blaupause abgelaufen. Republikaner, Spin-off aus der CSU, du weißt es ja. Franz Schönhuber,
bekannter, beliebter Moderator des öffentlich-rechtlichen Hm. Fernsehens, überall gerne gesehen, auf allen gesellschaftlichen Ereignissen, ja, war super integriert. Auch alle anderen Kollegen, die da rausgegangen sind aus der CSU, das waren alles wirklich gut etablierte Bürger. In dem Moment, wo man seinen PIN umgeändert hat von CSU auf Republikaner, auf einmal waren das Nazis, Rechtsextreme, man musste sie vom Verfassungsschutz bewahren, nicht. Und Franz Schönhuber hatte plötzlich eine SS-Vergangenheit und. So. Mit dem Bund Freier Bürger genau dasselbe. Das war sogar ein Spin-off der bayerischen FDP. Der Chef war der Fraktionsvorsitzende der FDP im Bayerischen Landtag, auch hoch angesehene Persönlichkeit, früher sogar in Brüssel bei der Kommission gearbeitet. In dem Moment, wo er systemkritisch wurde gegen den Euro, Peng, rechtsextrem, Nazi und so weiter. So, die Republikaner. Die haben auch prozessiert, die haben sich gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz gewehrt, die haben viele Prozesse geführt, alle auch gewonnen nach 10 Jahren, bloß da war die Partei schon politisch erledigt. Ja? Das heißt, der juristische Kampf ist nicht alles. Wir müssen diesen Kampf politisch und vor allem kommunikativ führen. Wir müssen das kommunizieren, wie die Mechanismen sind. Und das ist aber Gott sei Dank mittlerweile gelungen, weitestgehend die Menschen. Glauben denen ja gar nichts mehr. Erstens, die durchschauen das. Und zweitens, auch die, die sich damit gar nicht beschäftigen oder die das nicht durchschaut haben, denen ist das auch mittlerweile egal. Ja, denen ist das, den Menschen ist das sowas von egal, dass da einer erzählt, ja, hier irgendwie Verfassungsschutz. Sie sagen, guck mal, hier wird mein Hof wird platt gemacht, meine Werkstatt wird platt gemacht. Wir werden hier entlassen, ja, weil irgendein Idiot entschieden hat, dass wir irgendwelche Sanktionen erwirken müssen gegen Russland, die nur uns schädigen, ja, wo unsere Gaspreise und Heizungspreise in die Decke schießen. Und also die Menschen haben mittlerweile ganz andere Probleme und die interessiert das nicht, ob da irgendwie ein Herr Kramer oder Herr Haldenwang irgendwas vorlesen bei einer Pressekonferenz und sagen, ja, der Pistol oder der Bendels ist jetzt rechtsextrem. Du bist dir also auch sicher, dass dieses Vorgehen des Verfassungsschutzes oder auch die Demonstrationen, die jetzt im Nachgang dieser Korrektivberichterstattung dann erfolgt sind, dass es keine negativen Auswirkungen für die Wahlergebnisse der AfD in diesem Superwahljahr haben wird. Also wir haben es schon gesagt, wir haben die Europawahl im Juni, dann haben wir im Herbst die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Du bist davon überzeugt, dass die AfD auf ihrem Wege bleiben wird und ein erfolgreiches Superwahljahr dann absolvieren wird? Na klar, wir bleiben schon auf unserem Weg und man sieht ja, dass uns das. Wir hatten ja eine Wahl in Berlin, nicht? Direkt nach dieser Inszenierung von Korrektiv. Lass mich jetzt vielleicht einen ganz kleinen Schwenk machen. Also, was ist Korrektiv? Das ist eine NGO von der Regierung bezahlt. Und nicht nur von der Regierung, auch von Soros. Aber es ist eine NGO, das sind keine Journalisten, ja? Das sind bezahlte Schnüffler und bezahlte Lügner, die sich als Journalisten tarnen. Und da ist jemand vom Bundeskanzleramt direkt zu denen hingegangen, hat sich mit denen getroffen und ein paar Tage nach diesem Treffen setzt diese NGO einfach eine erlogene, erstunkene Fake News in die Welt. Ja, das ist eine reine Auftragsarbeit wieder, um die Opposition zu schädigen. Wann ist das passiert? Auf dem ersten Höhepunkt der Bauernproteste. Das heißt, wir hatten eine massive Welle des Protestes aus der Mitte der Gesellschaft gegen die Regierung. Und um das zu unterdrücken, setzen die einen künstlich produzierten Skandal drauf und erschlagen damit die komplette Berichterstattung. Weil was ist denn da passiert? Diese Fake News von Korrektiv haben alle anderen übernommen, unkritisch, Ich finde auch, du unhintergründig. hast da das Vorgehen von Korrektiv vollkommen richtig beschrieben, aber war der eigentliche Skandal nicht, dass die öffentlich-rechtlichen Medien Ja, und auch natürlich, sogenannte unabhängige natürlich, Medien, natürlich, wie beispielsweise die natürlich. FAZ, die sich ja doch als unabhängiges Medium sehen, dieses Framing, diese Fake News von Korrektiv eins zu eins Ja, einfach übernommen haben? Ist das natürlich. nicht der eigentliche Na, ja, Skandal der natürlich ist ganzen? das der eigentliche Skandal, weil die haben keine einzige kritische Rückfrage gemacht. Die haben bei uns nicht hinterfragt. Die haben nicht bei der CDU hinterfragt. Die haben einfach nicht ihren Kopf eingeschaltet und gesagt, aber wie kann das ein Geheimtreffen sein, wenn das schon vorher irgendwie
x-mal stattgefunden hat, da und wird ganz offiziell normal eingeladen offiziell wird. eingeladen. Ja. Ja. Wie kann man schreiben, dass das eine AfD-Parteiveranstaltung ist, wenn da von 200 Leute vier AfD-Mitglieder sind, aber Zudem hat wahrscheinlich. Martin Sellner dort einen Vortrag gehalten, den er schon 100-mal öffentlich gehalten Genau, hat. Ja. mit einem Buch, was frei verkäuflich Ja, ist. ja. Also es ist einfach, weißt Warst du überrascht, dass sich das so entwickelt hat, oder Nein. hättest du das erwartet, dass es sowieso so kommt? Ich war nicht überrascht, weil das mittlerweile zum x-ten Mal nach diesem gleichen Mechanismus abläuft. Schau mal, ich war überrascht das erste Mal, als ich das registriert hatte. Das war mit dem sogenannten Schießbefehl von Frauke Petry damals. Ja. Das war der gleiche Mechanismus. Man hat Frauke Petry, der Mannheimer Morgen, eine lokale Tageszeitung, hat mit ihr ein Interview gemacht und sie wollten von Anfang an sich so ein bisschen in die Ecke drängen. Ja, da muss man an der Grenze schießen. Das war so 2015, als die wirklich massive Welle unsere Grenzen überschwemmt hat von Migranten, die eigentlich an der Grenze angehalten werden müssten, nach geltenden Gesetzen. Petri sagte damals, ja, das Beamtenrecht sieht das so vor, Vorsicht, ja. nein, 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 das war sogar anders. Die hat viermal gesagt, ah, ich sehe schon, in welche Richtung sie gehen wollen, aber ich will das nicht sagen. Und dann so drei, viermal. Und zum Schluss sagt sie, na, okay, also. Und ich zitiere fast wörtlich. Sie sagt, ich will das nicht. Der Grenzpolizist will das nicht. Aber wenn das nicht anders geht, Wäre es dann muss rechtlich er gedeckt, ja? natürlich von seiner Waffe Gebrauch machen, so wie es im Gesetz steht. Also sie sagt ja nichts anderes als, naja, natürlich muss er das machen. Der hat ja nicht eine Trillerpfeife, der hat eine Waffe dafür, dass er sie auch irgendwann benutzt nach bestimmten Vorschriften. So. Dieser Fall für Und dich war das erste Mal, wo du gemerkt hast, okay, dass die Medien wollen das so framen, die ja, wollen natürlich, skandalisieren. ja, Das war für dich natürlich. der erste größere Fall. Weil das Interview erschien, aber jemand hat dann die Überschrift hingesetzt, Frauke Will auf Petry Flüchtlinge schießen. will auf Flüchtlinge schießen, und jemand anderer hat dann geschrieben, Frauke Petry fordert Schießbefehl, ja, also wieder eine komplette Umdrehung, und dann war das ein Flächenbrand, und das ging ja, Das war für dich so das erste größere Beispiel, wo man diese Entwicklung gesehen ja, und hat. das nächste, gezielt platziert vor der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Mit Gauland-Geschichte. die Gauland-Geschichte, wo man ihm auch was in den Mund gelegt hat, ja, Das war diese Boateng-Geschichte mit dem damals. Boateng. Und die haben sich Wer will ihn extra, zum Nachbarn ja, haben? So, natürlich, die haben sich extra Boateng rausgesucht. Der Boateng war ja vorher vom System schon auserkoren. Der sollte ja so der große neue Star werden. Man sieht das ja auch daran, dass zum Beispiel die Deutsche Bahn-Zeitschrift, und die ist ja irgendwie 3 Monate vorher gemacht worden, da war er schon auf dem Cover und so als der große Star. Und man hat ihn wirklich War gepusht. auch so ein Ich Beispiel. glaube, Es war ja auch ein so. Beispiel, Gauland hatte ja nicht gesagt, ich möchte den nicht als Nachbarn, sondern es ging ja in die Richtung, dass er sagte, die jetzt am Bahnhof Teddybären schmeißen, wollen dann aber so jemand wie Boateng dann doch nicht Er als hat ja nicht Nachbarn. mal So. Boateng gesagt, er hat nur über Menschen aus fremden Kulturen gesprochen. Und die Reporter haben ihm gesagt, auch so ein Boateng zum Beispiel. Und Gauland, er kennt sich mit Fußball überhaupt nicht aus, er wusste wahrscheinlich gar nicht, wer das ist. Und Und diese Korrektivgeschichte ist für dich jetzt so der Höhepunkt der inszenierten Skandalisierung der AfD. Wird aus deiner Sicht dann noch mehr kommen, gerade Ja, in diesem natürlich. Superwahljahr jetzt? Natürlich wird da mehr kommen, weil die können ja nichts anderes als die Familien. Und vor allem, die haben diese Mechanismen. Leider waren sie damit in der Vergangenheit ja erfolgreich, deswegen machen sie das ja immer weiter. Und man sieht ja die weiteren Schritte. Also erstens Fake News, zweitens totale unkritische Verbreitung durch Massenmedien. Nächster Schritt, Demonstrationen organisieren. Ja? Aber ich nenne das wirklich nationale Einheitsfront. Und die schämen sich ja nicht mal dafür, die Plakate zu machen mit den ganzen Logos. Und die SPD, Grüne, Jusos, Grüne Jugend, DGB, das sind alles Organisationen, die vom Staat leben, die von Steuergeldern finanziert werden, ja, von dieser Umverteilung, gegen die wir ankämpfen. Und die sind quasi gleichgeschaltet, ja. Und die kriegen dann den Befehl, komm, jetzt lass uns mal gegen die Opposition demonstrieren. Ich war jetzt in Belgrad und das war schön, weil das ist vom Außen gesehen. Die haben gesagt, Herr Bistum, was ist das für ein Land, wo die Regierung Demonstrationen gegen die Opposition organisiert? Das ist doch völlig Die europäischen Nachbarn sind abnormal. also Ja, erstaunt die teilweise. sagen, normalerweise demonstriert doch die Opposition gegen die Regierung. Aber bei Ihnen organisiert die Regierung Demos gegen Gegen die die Opposition. Opposition. Ja, wann gab es das denn das letzte Mal? Im Kommunismus, ja, das waren so 1. Mai. Ich habe es ja noch erlebt. Wir wurden da ja genauso hingeschickt, ja, zum Demonstrieren.
Abschließend eine persönliche Frage. Hast du dir schon Brüssel und Straßburg gut angeschaut und du glaubst du, dass du den Wechsel von Berlin nach Straßburg nicht nur politisch, sondern auch privat gut absolvieren wirst? Naja, also mir, ich kenne natürlich beide Städte gut von meiner früheren Tätigkeit. Ich bin jetzt auch im Europarat der Tagt in Straßburg, also ich bin schon öfters da. Ich muss sagen, ja, München, Berlin, Deutschland wird mir fehlen. Also das ist natürlich eine andere Aber du Umgebung. wirst ja auch immer wieder in Genau, Deutschland aber bleiben. ich bin nicht komplett aus der Welt. Solange man uns das nicht verbietet, gibt es noch eine Flugverbindung. Ab und zu mal fahren sogar die Züge, so dass man Und sieht. im Europawahlkampf wirst du erstmal viel in Bayern unterwegs Ja, sein. natürlich. Okay. Natürlich. Sind da schon größere Veranstaltungen auch geplant oder wirst du wirklich jeden Tag auch auf kleineren Veranstaltungen dann unterwegs Wir sein? haben bundesweit größere Veranstaltungen, da bin ich auch dabei. Also das ist dann auch groß. NRW, Ja. Bayern, Berlin, Hamburg, also überall. Und in Bayern, das ist unterschiedlich. Also es gibt von kleineren vormittags Weißwurst frühstücken mit Weißbier bis zu großen Also ihr versucht schon auch Abendveranstaltungen. bürgernahe Ja, Veranstaltungen dann natürlich, zu aber das ist wie immer bei machen. uns. Wie läuft die Zusammenarbeit mit deinem Kollegen, mit dem Spitzenkandidaten Maximilian Krah? Ja gut, ich hoffe, er kommt auch bald und steht auch für ein Interview zur Verfügung. Und nicht nur mit Max, also wir verstehen uns unter den Kandidaten alle wirklich gut. Ich denke, wir werden eine sehr gute Truppe in Brüssel haben. Vielleicht das jetzt wirklich abschließend, so nach den aktuellen Umfragen schaut es ja schon so aus, als könnte die AfD über 20 Abgeordnete Ja. in das Europäische Parlament dann bringen. Geht es dann für euch in erster Linie darum, dann doch dieses Europaparlament auf längere Sicht abzuschaffen? Oder soll es doch von Anfang an eher konstruktive Mitarbeit im Europaparlament sein? Ach, was heißt Europaparlament abschaffen? Wir wollen die ganze EU reformieren. Ja, wir wollen Reformieren, nicht reformieren. abschaffen, Ja, sondern na, reformieren. erstmal. Und wenn das nicht geht, dann muss man schauen, was sind die nächsten Schritte. Und unser Parteiprogramm ist da ganz klar. Unsere Mitglieder wollen, dass wir aus der EU austreten, wenn wir uns da nicht durchsetzen können, wenn wir die deutschen Interessen nicht durchsetzen können, dann muss man sagen, irgendwann ist Schluss. Ja. Ich sage immer im Scherz, wir müssen ja gar nicht austreten, es reicht doch vollkommen, wenn wir aufhören zu zahlen. Dann sind am nächsten Tag die Ungarn raus, ja, die Polen sind raus und nächste Woche die Spanier und Italiener, dann ist der Laden sowieso vorbei. Also dann viel Kraft für den anstehenden Wahlkampf und ich denke, dass man dich auch oder dass der Deutschlandkurier dich auf vielen Veranstaltungen in Bayern dann auch mal wiedersehen wird, dass wir weitere Interviews mit dir führen. Erstmal hier an dieser Stelle vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich danke euch für eure Arbeit. Ihr macht das ganz toll und es ist auch wirklich ganz, ganz wichtig, gerade bei dieser Gleichschaltung der Massenmedien, dass es hier eine Stimme der Freiheit gibt, dass hier auch mal objektive Informationen und auch Oppositionspolitiker Wichtig, die zu Wort kommen. Opposition zu Wort kommen lässt. Ja. Vielen Dank, Petr. Dankeschön. Danke.